Wir dürfen heute mal da schauen, wo eigentlich noch niemand hin darf, nämlich hier beim neuen Kühlerleistungsprüfstand, der gerade auf dem Gelände von KTR entsteht. Ralf Hamayer ist hier bei mir, wird mir den gleich zeigen. Was haben Sie eigentlich mit diesem neuen Prüfstand zu tun? Ja, also ich bin der Projektleiter für das Schätzchen, was wir jetzt hier neu haben. Und das ist in den letzten Jahren 3 Jahre lang geplant worden und Anfang des Sommers hier aufgebaut worden. Wir können jetzt mal rübergehen. Sie zeigen mir schon mal so einen ganz groben ersten Einblick. Wozu braucht eigentlich KTR so einen Prüfstand? Ja, also wir benötigen den, um unsere Kühler letztendlich zu spezifizieren. Allerdings auch für F&E, also für Forschung und Entwicklung, um verschiedene Geometrien zu testen. Aber später auch für unsere Kunden dann das fertige Produkt zu qualifizieren letztendlich. Und jetzt wollen wir tatsächlich ein erstes Mal reinschauen. Genau, also hier spielt die Musik, würde ich mal sagen. Also jetzt hier als Beispiel ist mal aufgebaut oder angeklemmt ein Muster für einen Wasserkühler. Man sieht das hier oben. Das beispielsweise ist so ein Muster, was wir hier einbauen und dann eben mit verschiedenen Massenströmen und Temperaturen durchfahren und vermessen. So sieht das Ganze von vorne aus und von hinten gucken wir jetzt auch nochmal. Hier hinten ist also sichtbar jetzt noch sehr viel mehr Technik verbaut. Herr Hamayer, hier liest man jetzt beispielsweise Wasserkreis. Was hat es damit auf sich? Ja, also hier hinterm Prüfstand werden unsere 3 Kreise aufbereitet. Wasserkreis, Ölkreis und Ladeluftkreis. Ja, und hier ist letztendlich ein Großteil der ganzen Technik verbaut. Sehr viele Sensoren, Pumpen, ja, Heizer, was man halt so braucht. In den nächsten Monaten geht es hier also weiter und an diesem Prüfstand, an diesem Kühlerleistungsprüfstand wird noch sehr, sehr viel gearbeitet und man darf gespannt sein, wie sich das Ganze dann mal gestaltet, wenn er fertig ist und wofür er eingesetzt wird.